Ich habe gelesen, Batteriewechsel ist bei dir alle 3 Jahre. Ne? Ja. Macht ihr das hier? Oder muss die eingeschickt werden? Nee, das machen wir auch hier. Bevor wir starten, 2 Dankeschön. Das erste geht natürlich an den Markus, der mit seinem Best-Buy-Service geholfen hat, dass ich diese Grosseiko gefunden habe. Das zweite Dankeschön natürlich an Juwelier Altherr in Köln, die mir gestern die Uhr verkauft haben. Alexei, hier nochmal ein riesen Shoutout an dich, war schön. Danke nochmal, dass ich filmen durfte. Danke, dass ich mich ein bisschen umgucken durfte bei euch. Und danke für diese wunderschöne Grosseiko. Also Lieben, lasst uns mal schauen, wie das Ganze im Detail ausschaut. Aber warum zum Teufel eine Quarzuhr und dann noch so eine langweilige? Ich würde sagen, das liegt natürlich immer im Auge des Betrachters. Punkt 1, als wir in Japan waren und ich mir dort meine Turtle gekauft habe, habe ich mich in die SBGX-Serie verliebt. Ich hatte damals dort die schwarze, beziehungsweise die Version mit dem schwarzen Ziffernblatt und die Version mit dem silbernen Ziffernblatt in der Hand. Beide haben mir einfach sehr gut gefallen. Das Finish im Allgemeinen, das Ziffernblatt, nein, du hast nicht die Snowflake-Textur, aber du hast ein crisp-schwarzes, in meinem Fall jetzt ein crisp-weißes Ziffernblatt, die Indizes und Zeiger mit unterschiedlichen Strukturen, Serrazzo-Polish auf den Zeigern, auf der einen Seite, dann normal angeraut die Indizes oben auf den Flächen. Das Finish von der Uhr im Allgemeinen, das Gehäuse, auch des Bandes, ist wirklich einzigartig. Und wenn ich mir überlege, in der Preisklasse, das ist schon was für sich selbst. Plus, die 9F-Werke sind wirklich interessant. Zum einen ist Seiko, gut, jetzt nicht Gran Seiko, aber Seiko, der Erfinder der Quarzuhr, die haben die Schweizer Uhrenwelt erschüttert mit dem Herausbringen ihrer Quarzmodelle. Und das ist ein Teil der Seiko-Geschichte. Und nein, ich wollte kein Spring-Drive-Werk. Ich finde die Technologie sehr interessant, aber ich wollte dann schon das normale Quarzwerk. Und warum? Die Ganggenauigkeit liegt bei denen bei plus minus 10 Sekunden pro Jahr. Es gibt noch das HAQ, also High Accuracy Quarzwerk, was sie anbieten mit plus minus 5 Sekunden pro Jahr, was einfach Wahnsinn ist, muss man doch einfach mal so sagen. Hinzu kommt, wie sie die Uhrwerke dort herstellen. 2 Uhrmacher arbeiten dabei, wird von Hand zusammengesetzt. Die Quarzkristalle lassen sie über 3 Monate wachsen, verwenden nur die besten, stimmen diese ab. Die Mechanik der Quarzuhr wird im Tank luftig abgeriegelt. Du musst alle 3 Jahre die Batterie wechseln lassen und das war's. Ansonsten, meine ich, sind es 50 Jahre, in denen die Uhr keine Wartung benötigt. Ich meine, was ist das denn bitte schön? Ich kann das anerkennen, dass es ein Quarzwerk ist mit dieser Technologie, mit der Genauigkeit, mit den niedrigen Wartungsintervallen. Das ist einfach auch etwas, was mich fasziniert. Und wenn man sich das Ticken des Zeigers anguckt und wie genau er jedes Mal die Indizes trifft, das hat halt auch was für sich. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass ich jemals Richtung Quarz gehen werde, aber mit den Attributen ist das für mich einfach etwas, was mich fasziniert hat und wo ich mich dann in Japan final auch da rein verguckt habe. Dann lass uns mal noch über die technischen Daten und Spezifikationen sprechen, das habe ich gerade vergessen. 37 mm ist der Durchmesser und ich finde, sie steht mir trotzdem gut. Sie ist nicht zu klein, mit dem weißen Latt hat sie immer noch eine schöne Präsenz. Der Serrazzo Polish hilft da auch ein bisschen, das heißt, man hat einfach sehr viel gebrochenes Licht und die Reflexionen da drauf sind einfach grandios. 10 mm Höhe, das war mir wichtig, weil es soll ja eine Dressuhr sein. Dementsprechend etwas flacher, leicht am Arm, trotz Edelstahl. 19 mm Bandanstoßbreite. Ich trage das Ding eher nur am Stahlband. Von daher ist es okay für mich. 100 Meter Wasserdichtigkeit, die Krone ist nicht verschraubt. Und das ist für mich die perfekte Lösung. Dauphine-Zeiger, die gefallen mir sehr gut. Die Uhr ist als solches elegant. Wir haben keine Lume, aber trotzdem, wie das Licht sich bricht, auch bei wenig Licht, man kann immer irgendwie die Zeit noch ablesen. Das ist halt vom
gesamten Heer eine tolle Eigenschaft. Das Band als solches, wir haben halbe Glieder, wir haben ganze Glieder, das war's. Eine ganz normale Faltschließe mit zwei Drückern, die öffnet und schließt sich ganz gut. Ich kann da nicht meckern und ich finde im Großen und Ganzen die perfekten Abmaße und das perfekte Design für eine, für mich, Dressuhr. Was mag ich denn nicht an meiner Grand Seiko? Ich meine, das eine ist der Übergang vom Band, wie der sich ans Gehäuse anschmiegt, da sieht man so einen kleinen Spalt. Das war auch schon bei meiner Saab, das habe ich jetzt auch bei meiner Turtle mit dem Uncle Seiko Jubilee-Band. Ansonsten gibt es nicht viel zu meckern. Das Band als solches ist ein Jubilee-Style-Band. Klar hätte das noch ein bisschen was anderes sein können. Eine Feinverstellung in der Schließe fehlt komplett. Ich konnte die Uhr an meinem Arm anpassen. Trotzdem, ich denke mal, das sind die einzigen beiden Punkte, die mich ein bisschen stören, die ich nicht ganz so mag. Eine kleine Feinverstellung in der Schließe wären schön gewesen. Und wie gesagt, den Bandanstoß am Gehäuse noch ein bisschen anders hinzubekommen, wäre vielleicht auch noch was gewesen. Die Krone dürfte ein Ticken größer sein, aber das sind so meine drei Punkte, wo ich sage, ja, es ist jetzt nicht hundertprozentig, aber ey, ansonsten, ich bin immer noch komplett verliebt in den Ticker. Also nicht viel zu meckern. Wir haben darüber gesprochen, was ich nicht mag. Was mag ich denn an der Uhr? Ich meine, zum einen sind das die Dauphin-Zeiger. Ich würde schon fast sagen, ein bisschen Patek Philippe Calatrava lässt grüßen mit dem weißen Blatt. Ja, klar, kann man es nicht vergleichen, aber trotzdem, irgendwie hat diese Uhr sehr viel Eleganz an sich. Obwohl sie auch nicht zu elegant ist. Ich bin ja nicht so der Dressuhrentyp. Und ja, die Uhr ist trotz der 37 mm mit einer gewissen Präsenz am Arm zu tragen. Wir haben schöne Reflexe dank des Sarazzo-Polish. Ein weiß-weiß, schneeweißes Ziffernblatt. Ich meine, da habe ich so lange nachgesucht und das ist wirklich crisp. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Das ist für mich einfach so in ihrer Quintessenz die perfekte Uhr. Ja, kann man nicht anders sagen. Ich habe gesagt, was mich stört, ich habe gesagt, was ich mag und das sind so die Hauptpunkte. Auch selbst jetzt, ich meine, es wird dunkel draußen, wir haben den ganzen Tag Regen, grauer Himmel und trotzdem finden sich immer so Lichtreflexionen auf den Indizes, auf den Zeigern, auf dem Gehäuse. Das macht einfach Spaß und ist eine tolle Uhr. Ja, ihr Lieben, das war's für heute auch wieder mit dem Review meiner Grand Seiko, der letzten Uhr in meiner Sammlung. Ich meine, ich sammle jetzt seit 2008, seit 11 Jahren aktiv, habe lange gebraucht, so für mich die perfekte Sammlung zusammenzustellen und die Grand Seiko ist für mich aktuell der grüne Abschluss. Natürlich finde ich nach wie vor viele Uhren interessant. Sinn 903, also quasi Navitimer Edition, super schön. Trotzdem, ich behalte alle meine Uhren. Ich kaufe mir die meisten Uhren long term, dass sie halt länger bei mir bleiben. Ich bin kein Flipper und ich bin mittlerweile so, denke ich mal, bei einer Sammlungszusammenstellung, wo ich erstmal glücklich mit bin und die ich genießen will, wie sie ist. Ich bin nach wie vor gespannt auf eure Meinung zu der Uhr. Was haltet ihr von Grand Seiko? Was haltet ihr von meinem Kauf? Langweilig ohne Ende oder cool schön? Was ist eure Meinung? Schreibt fleißig unten im Kommentarfeld. Ich freue mich darauf, von euch zu lesen. Wünsche euch jetzt, wie gehabt, einen richtig schönen Sonntagnachmittag, einen guten Start in die neue Woche. Freue mich, euch im nächsten Video wiederzusehen. Sage Goodbye und auf Wiedersehen. Euer Konstantin. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.